Hey Leute, willkommen zurück zu Subnautica. Ja, wie angekündigt bauen wir jetzt den Segleiter und was wir noch so brauchen. Was haben sie brauchen? Batterie und Schmierstoff. Muss ich mal ein bisschen was ablegen. Wohin haben wir noch? Die können wir bauen. Haben wir. Kupfer. Hey, Schmierstoff können wir auch bauen. Haben wir eigentlich. Ups. Tab drücken bitte. Dankeschön. Brauchen Bierstoff. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a Quantenexplosion. Oh Gott. Continuing to monitor. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Hab ich mir gedacht, wie brauchen wir den Bierstoff hier für Kupferdraht brauchen. Draht. Hier, zweimal Kupfererz. Gut, dass wir so viel Kupfer haben. Jetzt aber Segleiter. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Schön, ne? Eigentlich sind wir mobiler. Deutlich mobiler. Große Energie. Bin ich doch noch gar nicht, oder? Och. Bei Batterien und Silikon, okay. Nierstoff und Titanbank. Oh Gott, wird das so teuer. Das Messer wollten wir jetzt. Weltmesser, ein Silikon. Dritter Silikon haben wir. Ja, also schon längst bauen könnte ich. Depp. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Ah, schön. Steht das Messer an. Das sieht aber neu aus, oder? Wird jetzt Altera Arms drauf. Nice. Gut, was haben wir noch? Wir haben eine Nachricht. Bessere Flasche geht nicht, bessere Schwimmflossen. Oh, Fasergewebe und Kabelsatz. Wie machen wir denn Fasergewebe? Kein Plan, wie man Fasergewebe macht. Bin nicht drin. Kabelsatz, einmal Silbererz habe ich auch nicht. Blasenfisch und Silikongummi für so einen Auftrieb. Okay, dann müssen wir das hier. Ein Computerchip, Kabelsatz und Batterie. Also wir müssen Silber besorgen. Batterie ist klar, brauchen wir Säurepilz. Computerchip, Tiefischkorallen. Also dafür brauchen wir das Messer. Gold und Kupferdraht. Kupferdraht können wir doch schon mal machen. Machen wir ein paar Plätze mehr frei. This is Life Pod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Wir haben jetzt Position von Rettungskapsel 3. Oh, toll. Ein- und Ausblenden. Hatte man nicht vorher so Signale im Inventar? Deswegen bin ich komplett überfordert gerade. Hier piepst was. Ja, da ist das. Verdammt, ist voll. Müssen wir erst noch was zu trinken und zu essen jagen. Das was zu trinken. Ja. Oh, dass ich mal alles erst angucken muss. Brauchen noch einen Blasenfisch. Upsi. Was? Oh, so nah an der Oberfläche schon. Habe ich mich sehr erschreckt. Wo ist da hin? Ja, 2 Säurepilze brauchen wir auch noch.
Oh, noch was zu essen, noch so ein Glubscher. Glubschi, Glubschi. Oh, ich bin so blöd, einen Glubschi zu fangen. Krieg dich! Ich krieg dich! Das ist das Letzte, was ich tue hier. Ah. Du landest auf meinem Teller. Gut, die Batterie, auch wenn wir sie jetzt erstmal für dich für Stinks brauchen, bauen wir die schon mal und nehmen die mit. Weil der Segler braucht anscheinend ziemlich viel Energie. So, Wechselbatterie. War das jetzt noch? Der Kabelsatz fehlte, ne? Kabelsatz und okay, das ist kein Problem. Koral. Nee, eigentlich. Irgendwas. Falschen. Wenn jetzt hell wäre, würde ich es leichter sehen. Aber sind hier irgendwo mit Sicherheit. Ich habe vorhin noch welche gesehen. Da sind welche. Bleib hier. Bleib hier. Oh. Nur das schnell. So, stimmt, jetzt brauchen wir nur noch zwei Silbererz. Gehen wir dann mal Richtung Rettungskapsel. Drei. Oh, warte, essen, trinken, jetzt vergehen wir uns wieder. Immer erst trinken machen, sonst macht man dasselbe wie ich. Man kocht seinen Blasenfisch. Den man eigentlich trinken will. Mann, unsere Energie. Ich hoffe, vielleicht, bis wir jetzt unterwegs sind, lädt sich das hoffentlich wieder auf. Naja, hab immer noch Durst, aber es geht besser. Okay, Rettungskapsel 3. Bin ich jetzt blind? Habe ich das ausgeschaltet? Unser Signal. Gut. Ah, da bist du. Ja, gut. Ein. Den Gleiter, bitte. Jetzt sind wir viel flotter. Viel flotter. Mit Taschenlampe ausgerüstet. Sammel doch, was ist denn los hier? Lampe aus. Geht das denn jetzt zum Rotgrasbiom oder wohin? Schneide die Schlingpflanze mit dem Messer. Near Blueprint acquired. Mal essen. Geht damit sonst? Ich brauche die für Fasergewebe, kann das sein? Ich tauche mal auf, bevor ich. Oh, wir haben ja neue Baupläne, 7 Stück. Pfadfinderwerkzeug. Höchstens 20. Ein pro Pfad. Achso, damit wir wieder rausfinden, wenn wir in so eine Höhle gehen. Wer hat die mobile? Hm. Och, du Bumerang. Weiter der Kabelsatz. Emailliertes Glas. Ah, da, Fasergewebe. Tatsächlich, 2 Blingpflanzenproben ergeben ein Fasergewebe. Genau, das brauchen wir, die Pirscherzähne. Die habe ich nie bekommen. Ja, weil damals ein Bug war oder ich einfach nur zu blöd. Wahrscheinlich eher, dass ich zu blöd war. Was hast du denn für ein Leuchtefisch? Ein Reif. Ist reif, der Fisch gegessen zu werden. Lass mich schon wieder ablenken, ne? Natürlich das Signal wieder außer. Ja.
Ah, Lifeboat 3. Ah, Seegleiter, fragt mal, den haben wir doch schon. Ja? Oh, hier sind noch. Die sind alle hops gegangen. Kompass! Sieht aber gar nichts in dem Ding, kann das sein. Datendownloads, Rettungskapsel 3. Wir brauchen unbedingt noch Silber. Ja, hier. Ah. Da haben wir. Das ist Titan. Blei. Titan. Wie kommen wir auf Titan? Blei. Ah, da ist das Silber. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Ja. Cave Diver verlieren schnell die Orientierung. Ich verliere ja so schon die Orientierung an der Oberfläche. Wie soll ich das dann in so Höhlen schaffen? Wir haben schon 20% Energieverbrauch. Aber das macht nichts. Was haben wir hier? Ein Seegleiterfragment. Titan sollten wir erstmal haben. Sollte man niemals zu laut sagen. Man sollte. Hat von allem genug. Gibt's nicht. Man hat nie genug. Wissen, wenn wir anfangen, unser Habitat zu bauen, dann haben wir auf jeden Fall nicht mehr genug. Was brauchen wir denn hier? So eine tiefe Stelle wäre ganz gut. Ich glaube, mittlerweile gibt es so eine Bucht zum Andocken für die Seemotte. Da muss ich hin. Wo schwimme ich denn schon wieder hin, verdammt? Eine große Röhre. Quarz. Ah, wieder an Bord. Wie schmeckt denn so ein gekochter Reiffisch? Der reift der Fisch? Ist niemals die Fühler. Das ist ein guter Tipp. Nahrung. Ein bisschen Wasser. Okay, was wollen wir hier? Kabelsatz. Konstruktionswerkzeug. The Builder Tool is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Oh, noch ein Kabelsatz. Verdammt. Oh, schon wieder eine Nachricht. Gold haben wir auch schon einen. Nimm wieder eine Nachricht. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Oh nein. Wusste ich was durch die Hülle. Guck mal, auch wieder zu spät, ey. Rettungskapsel 3. 100 Meter Tiefe. Piepst wieder. Noch Medikits haben wir. Einfach mal so eine Flasche. Ja. Auch das ist jetzt. Unser Durst ist aufgeregt. Oh, wir wollen jetzt bauen. Wo ist der Konstrukteur? Da ist der. Uff. Ah. Sieht aus wie Rasiergerät oder so.
Wo ist eine gute Stelle? Warte, etwas tief sein. Na gut, die Motte kriegen wir hier auch noch rein, aber ich weiß nicht. Ein U-Boot kriegen wir niemals hier hin. Hier wird immer tiefer. Da lang ist die Rettungskapsel. Da müsste auch da eigentlich, wenn es 100 Meter tief ist, auch tiefer werden. Gucken wir mal. Sollte nicht so weit weg von unserer. Aber hier geht's doch eigentlich. Aber hier haben wir die ganze Zeit dann. Diese Typen da vor dem Bug. Ich weiß nicht, ob die uns was tun. Egal, brauchen wir erstmal hier. Ah, Metzwerkraum kann ich gar nicht bauen. Bauen wir denn hier so eine Kreuzung? Ein Anfang. Und lieber gleich sowas. Ja, alles drei. Vielleicht nach hinten hin weiterbauen oder so. Sehr gut. Jetzt bauen wir eine Luke. Oh, es ist schön. Brauchen wir, glaube ich, Strom. Damit ich brauche. Quarz. Hallo Quarz. War. Hier gibt es Sauerstoff. Kleiner Fisch! Kleiner Fisch! Oh. Übel, launige, kleine, böse Fisch, du. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Also nur noch Kupfer. Finden wir Kupfer so, oder muss ich zurück? Weiß ich, finde ich Kupfer. Was denn jetzt? Explodiert sie? Oh nein, innerhalb von den nächsten 2 Stunden. Mist. Jetzt wird es auch noch finster. Richtig finster. Okay, wir holen uns einfach Kupfer. Schöne Nachricht. This is life pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Oha. Ah, doch noch hell war es jetzt. Sonnenfinsternis, gibt sowas? Das wäre ja cool. Oh, cool. Packen wir mal. Oh, hier so drin. Online. Ah, hey, wir haben eine Wohnung. Ein Wohnplus oder so. Eine Wohnkreuzung, keine Ahnung. Oh, haben wir schon Schränke bauen? Jawohl, noch einen leisten.
Mal hier hin. Congratulations, Survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Das ist toll, ne? Jetzt brauchen wir 75 Energie nur. Da brauchen wir am besten gleich noch so eine. Okay. Jetzt wird uns die Solaranlage auch nicht viel bringen. Wandspind, ein Aquarium. Kommunikator können wir bauen, bringt uns aber nichts. Okay, wir brauchen Gold- und Tischkorallenprobe noch. Dann können wir da einen Fabrikator bauen. Da ist doch eine. Seh dich. Seh dich. Gold haben wir immer. Ja. Genau, da halt. In unserem Live-Pod. So. Mann, jetzt hab ich's. Gold. Gold, 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 Gold. Den Kram hier auch schon mitnehmen. Mit, das nehmen wir mit. So, nun haben wir soweit alles hier wieder mitgenommen. Verdammt. Ruckeln erstmal. Dahin finden. Ich bin ja immer zum Glück die 17, Rettungskapsel 17 erstmal als ungefähre Richtung nehmen. Immer dann immer relativ gut an, wo wir hin wollen. Ach, Mann. Fabrikator wollte ich doch bauen. Also. Ha. Aha. Passt auch wenigstens gut was rein. Ich glaube, wir könnten sogar schlafen, aber ich glaube, in dem Ding kriegen wir kein Bett rein. Im Mehrzweckraum. Wo war der noch? Entweder finden wir den irgendwo tief unten. Glaube ich, gibt es eine Base, wo man das scannen kann. Oder ich glaube, auf der Insel. Der kleine. Es gibt hier eine Insel. Eine kleine und eine große, so viel ich noch weiß. Ah, müssen wir uns umsehen. Was sind wir denn hier? Ah, nee, das ist jetzt zu dunkel für da. Was denn für einer? Hau doch nicht ab, ich will die doch nur scannen. Viel Auge. Ah, richtig. Benutzen wir die Gelegenheit und farmen noch ein bisschen. Wer hell wird. Adrige Nessel. Zwei Säurepilze mit. Knaller Fisch, Knaller Fisch. Oh Mann. Ich höre noch einen. Ah, mein Gott, ne. Wie viel Pech kann man haben? Braucht man das Zeug für irgendwas nochmal? Wie oder was? Aber es ist jetzt ziemlich erschrocken, ey. Kann mal sein. Mal alles explodiert. Kreaturen-Ei. Sauerstoff tanken. Wo brauchen wir das denn noch? Ich bin ja noch Schrank bauen. War das noch, war das so? Ja. Jetzt. Ich
Captain. Dann fahren wir auch ein bisschen. Und wenn wieder hell wird, gehen wir dann Richtung Kapsel 17, gucken, ob wir da dann auch mal so langsam Seemann-Teile finden. Noch ein bisschen Gold und Silber wäre natürlich echt. Das ist wirklich dunkel. Ich meine, das Spiel war schon immer so dunkel. Ich meine, man konnte vorher auch ohne. Ich meine, das mit dem mit der Karte hier auf dem Ding ist ja echt praktisch, ne? Aber ich meine auch echt störend. Boah. Beiß mich, Fisch. In der Nähe eines Höhlensystems. Ah, da ist was. Kupfer bitte, dankeschön. Was haben wir hier? Oh, ein Laserschneider von mir. Oh, geil. Den brauchen wir für manche Schiffswracks. Oh, oh, ich höre was. Ich höre was. Das schlecht gelaunt ist. Hol doch ab! Noch nicht mehr so viel Batterie. Wir haben noch keine Batterieladestation. Silber ist schon mal super. Da ist auch nicht schlecht. Local scans show a nearby cave entrance. Depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. 90 Meter tief. Uf, Sauerstoff. Boah. Wir brauchen unbedingt die Motte. Dann sind wir ein bisschen mobiler, weil dann können wir in der Motte immer Sauerstoff aufladen. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Da ist ein Schiffswrack. Ein recht grob. Du? Scannerraum. Ah. Ah. Boah. Hau ab. Metallschrott habe ich noch nicht gescannt. Hier was drin? Ah. Oh. Oh, noch ein Scannerraum, fragt man. Oh ja, geil. Oh, komm her. Sei mein. Oh, da ist das dritte. Oder? Ja, Scannerraum fertig. Super, ey. Wo muss das sein? Ah, stimmt. Ich kriege jetzt weniger. Ich muss diesen Kreislauf-Dingen bauen. Ich hätte ja gehofft, ich würde hier ein paar Seemann vermitteln. Boah, was ist das denn? Das Wale? Schweber. Die halten den Stein hier oben, ne? Boah, wie viele sind denn das? Aber beim besten Willen, ich muss jetzt erstmal zurück. Dann müssen wir nochmal hier hin. Nochmal eine Batterie haben wir schon. Aber irgendwo hingepackt. Die habe ich wahrscheinlich ausgepackt. Das ist natürlich wieder sehr clever gemacht. Dann müssen wir in der nächsten Folge nochmal her. Jetzt sind wir hier, ne? Wir müssen mal schnell gucken. Das ist doch ein Seemottenfragment. Was war das? Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a critical state. 80 minus 10, 9, 8, 7, 6, oh mein Gott. 5, 4, 3, 2. Oh nein! Boah, was?
Blitz. Boah. Da fliegen Teile. Da kommt eine radioaktive Wolke. Strahlenschutzanzug verfügbar. The radiation suit has been added to your blueprint database. Das war ja mal eine Explosion. Nice. Hey. Integrating new PDA data. Oh Mann, die Kapsel hat's aber gut erwischt. Okay, jetzt haben wir kein Bauplan-Ding in der Nähe. Also wie eben. Okay, machen wir uns auf den Rückweg und dann. Boah, ein Laserschneider. Vielleicht können wir den auch noch bauen. 2 von 3. Hier war doch irgendwo. Da ist noch eins. Hatten wir schon. Schon. Lass mich doch wieder ablenken. Ich bin doch so schlimm. Mann, ärgerlich. So kurz vor dem Laserschneider, ne? Und dann habe ich dann immer noch nicht den Laserschneider. Oh nein, wir haben eine neue Nachricht. Ich würde sagen, end die Folge jetzt einfach hier. Ich werde jetzt nichts mehr großartig machen, außer zurück. Fahren, nochmal Essen sammeln, Trinken sammeln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und dabei ist Subnautica.